Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Gestern hat Rockstar Games den Trailer vom neuen Clackenbell Farm Raid veröffentlicht. Ein neuer Heist in GTA 5 Online, der uns bereits nächste Woche Donnerstag erwarten wird. Und im Trailer, auf dem dazugehörigen Newswire und auch dem passenden Artwork, hat Rockstar Games uns einige Dinge Einblicke in den Heist gegeben. Zum Beispiel, wie die Missionen aussehen werden, aber was uns auch ganz grob erwartet. Einiges davon braucht allerdings eine kleine Erklärung und genau darum soll es gehen, denn es ist einfach vieles im Trailer nicht zu sehen, was wir durch Leaks bereits wissen, und im Trailer ist einiges zu sehen, was wir am Donnerstag nicht bekommen werden. Also schauen wir uns das auch alles mal zusammen an. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt mit dem Trailer und der beginnt direkt mit einem der Highlights. Denn wir sehen in der ersten Szene den neuen Polizei Hellfire, den sogenannten Gaunt Interceptor. Dieser wird uns am Donnerstag in GTA Online für 4,1 bzw. 5,4 Millionen GTA-Dollar erwarten. Und damit wir eben diesen billigeren Preis von 4,1 Millionen freischalten, müssen wir ganz einfach den Heist einmal als Anführer abschließen und dann gibt es eben das Auto billiger. An sich können wir das Auto sehr wahrscheinlich dann auch ganz normal kaufen für 5,4 Millionen. Wenn ihr eben über 1 Million sparen wollt, müsst ihr den Heist einmal spielen. Beziehungsweise das heißt müsst, ist natürlich ein absolutes Highlight. Was kann man zu diesem neuen Polizei Hellfire sonst so sagen? Naja, erstens, er bietet Platz für 2 Personen. Er hat sehr viele Tuning-Optionen, also das Auto ist wirklich ein Monster, was Tuning angeht. Außerdem ist es ein Polizeiauto aus GTA 6. Das sieht man nämlich nicht nur im GTA 6 Trailer, sondern auch, wenn man sich einfach mal in das Auto reinsetzt, das Interieur sieht einfach ganz anders aus als bei allen anderen Autos. Es ist einfach auf Next Level und man muss einfach sagen, dieses Auto ist einfach unglaublich nice. 5,4 Millionen sind natürlich trotzdem ein richtig happiger Preis, erst recht, wenn ich überlege, dass ich von dem garantiert mehrere Versionen haben will. Ich will eine gemoddete Variante mit Formel 1 Reifen, ich will eine clean Undercover Polizei Variante und dann noch eine, die normal aussieht. Da bin ich ja schon mal bei über 15 Millionen Dollar, einfach nur fürs Auto plus Tuning jeweils. Also locker bei 20 Millionen Dollar für ein Auto. Es ist völlig verrückt. Zum Glück habe ich ja JG Gaming, denn dort findet man die besten und die sichersten Money Boosts in GTA Online. Das bedeutet, wenn du noch Geld in GTA Online brauchst, check JG Gaming ab. Dort kannst du einfach auswählen, auf welcher Plattform du spielst, wie viel Geld du in GTA Online haben möchtest und am Ende noch den Rabattcode JULEX verwenden, um maximal zu sparen und dir dann noch bis Donnerstag dein Konto richtig auffüllen zu lassen. Ich habe das auch auf meinem Account und du siehst ja, es ist eine sehr safe Sache. Meistens gibt es noch ein bisschen Geld oben drauf. Es ist wirklich ein Traum. Link ist wie immer in der Videobeschreibung und da würde ich sagen, machen wir weiter mit der zweiten Szene. Denn hier sehen wir einen kleinen Drogendeal und da habe ich direkt eine Frage. Wieso findet dieser Drogendeal mitten auf der Straße statt? Und warum ist Jimmy da? Das ist der Sohn von Michael DeSanta. Der kam ja auch schon im Casino Heist DLC vor als einer der Betreiber von der Spielhalle. Aber was hat der denn jetzt hier schon wieder zu tun? Gut, er hat einen Hang zu Drogen, das wissen wir. Aber wie ist er im DLC involviert? Das ist eine wirklich interessante Frage. Und ich bin schon sehr hyped, wie wir am Donnerstag das Ganze eingeführt bekommen. In der nächsten Szene sehen wir unsere Spielcharaktere vor der Vespucci Polizeistation. Einmal mit dabei ist auch Vincent, der ja ursprünglich im Casino DLC als Sicherheitschef vom Casino dazu kam. Und dann im Casino Heist DLC, nachdem er im Casino rausgeworfen wurde, im Casino Heist DLC als Sicherheitsmensch beim Rockford Plaza gearbeitet hat. Tja, jetzt ist er wohl bei der Polizei und kämpft gegen die Korruption. Habt ihr Bock, dass ich mal ein eigenes Video nur zu Vincent mache, wo ich einfach so ein bisschen erkläre, wer er ist und was er so gemacht hat und so weiter, woher wir ihn vielleicht kennen schon? Dann schreibt einfach mal Vincent in die Kommentare, dann weiß ich, dass ihr da Bock auf so ein Video habt. Naja, in der nächsten Szene sehen wir einen ersten Einblick in die Clackenbell Farm. Die ist ja in Palito Bay, ganz, ganz im Norden. Und, man muss es betonen, diese Location ist nicht neu. Sie ist bereits aus dem Story-Modus im Spiel, allerdings im GTA Online-Modus, außer in einem Konkurrenzkampf, nicht betretbar. Ich glaube noch in 1 oder 2 anderen Missionen, aber auf jeden Fall nicht einfach so in der Open Lobby. Die NPCs, die ihr hier seht, die rumlaufen, das sind unsere Gegner. Also das ist kein Spielcharakter oder sowas, sondern die bewachen eben da das Gelände. In der vierten Szene haben wir Vincent noch einmal, der uns erklärt, dass es ein neues Kartell in GTA Online gibt, welches eine riesige Operation plant und deren Operationsbasis eben die Clackenbell Farm in Palito Bay ist. In der fünften Szene sehen wir dann einen kleinen Ausschnitt aus einer Mission. Wir als Spieler sitzen hier auf der Reaver, das ist also kein neues Motorrad, allerdings eines der coolsten Motorräder in GTA Online meiner Meinung nach. Und wir schießen hier eben auf einen der Clackenbell
Barbansons. Und dieser Klackenbarbansen, den werden wir auch kaufen können. Ganze 513.000 bzw. knapp 700.000 GTA-Dollar wird uns diese Karre kosten. Hat auch Platz für zwei Insassen. Und ob das Ding sich jetzt so richtig lohnt oder nicht, das werden wir dann am Donnerstag beurteilen müssen. Kleiner Spoiler, nein. In der sechsten Szene sehen wir dann, wie unser Spielcharakter eine dieser Bansons sabotieren will. Er trägt dabei das neue Klackenbell Overall Outfit. Sieht schon mal ziemlich nice aus. Und wir haben eben, und das wissen wir durch die Leaks, die Möglichkeit, das Kartell zu sabotieren. Zum Beispiel mit diesen LKWs. Wenn wir das bei Paar machen, hilft uns das im Finale. Wenn wir das zu oft machen, dann fällt es auf und das Kartell schöpft Verdacht. Wie wir uns allerdings auf das Finale vorbereiten können und was wir da genau sabotieren können und was wir da noch so wissen, das habe ich ja alles in eigenen Videos besprochen. Das kann ich euch gerne mal verlinken. Die ganze Playlist oben rechts in der Infokarte. Checkt das gerne ab, falls ihr da mehr Informationen zum Klackenbell heißt sehen möchtet. Auch die siebte Szene stammt aus einer Mission und wir können ja einiges rausziehen. Und zwar sehen wir, dass die Gegner den Tornado fahren werden. Ein Auto geht ja online, was es ja schon länger gibt, wovon es auch haufenweise Varianten gibt. Und das ist eigentlich auch immer ganz cool zu wissen, welche Autos die Gegner einfach haben und die haben einfach einen Tornado, warum auch nicht. Außerdem sehen wir hier unser Auto, was wir in dieser Mission anscheinend bewegen und zwar ist es der Terminus. Ein weiteres Auto vom Dripfeed und mein persönliches Highlight vom Chop Shop Update. Durch ein paar Glitches und so weiter könnten wir das Ding ja schon in GTA Online besitzen. Habe ich euch auch schon in einem Video gezeigt, wie das Ganze geht auf dem Zweitkanal und dementsprechend sehr, sehr geiles Auto, aber meiner Meinung nach erscheint dieses Auto nicht am Donnerstag. Es ist zwar möglich, dass wir das in einer Mission am Donnerstag schon fahren können und schon haben können, aber wir können es meines Erachtens noch nicht kaufen. Der wird erst dann wahrscheinlich in zwei Wochen für 1,9 Millionen GTA-Dollar erscheinen. Was ein bisschen verwunderlich ist, weil er sowohl auf dem Artwork, im Trailer und so doch recht prominent gezeigt wird, aber es war schon öfter so, dass Rockstar Games sowohl auf dem Artwork als auch im Trailer Autos gezeigt hat, welche dann erst später erscheinen. Zwar schreibt Rockstar Games auf Newswire, dass wir mindestens zwei Autos in GTA Online bekommen werden, denn wir sprechen von Fahrzeugen, Plural. Aber das ist dann der Benson und der Gaunt Interceptor. Ich glaube nicht, dass sie alle drei Autos auf einmal rausbringen. Das wäre einfach zu viel und wäre auch nicht typisch für Rockstar Games. Es wäre typischer, wenn sie das Ganze ein bisschen auf die Zeit strecken und den Terminus dann erst in zwei oder drei Wochen später rausbringen. Aber darauf könnt ihr euch schon mal freuen, weil die Karre ist wirklich absolut krass. In der nächsten Szene, die auch sehr, sehr interessant ist, sehen wir einen Ausschnitt aus der allerletzten Szene vom Heist. Denn hier treffen wir uns mit unseren Kunden und bekommen unser Geld. Sehr nice Sache. Und achtet mal auf die Outfits von den Spielcharakteren. Denn es gibt, und das wissen wir schon, drei verschiedene Stufen, auf denen wir den Heist spielen können. Drei verschiedene Stufen, die unterschiedliche Waffen, verschiedene Fahrzeuge, aber eben auch verschiedene Outfits beinhalten. Und hier sehen wir das Outfit der ersten Stufe, der Gang. Auf der zweiten Stufe haben wir dann die Profis. Da sprechen wir aber gleich nochmal drüber, denn da haben wir ein Bild auf dem Newswire. Und die dritte Stufe ist dann das Militär. Das Outfit können wir hier leider nicht sehen im Trailer. Außerdem sehen wir in der Szene eine Erklärung von Vincent, dass die Cops in Los Santos wohl korrupt seien und wir das Ganze jetzt hier retten müssen. In der nächsten Szene sehen wir ebenfalls eine Verfolgungsjagd. Und zwar werden wir hier von einem Interceptor verfolgt. Da im Hintergrund die Polizei jedoch noch mit normalen Polizeiautos fährt, würde ich mal davon ausgehen, dass der Polizei-Interceptor in dieser Szene was Besonderes ist. Vielleicht ist es das Auto von Vincent. Ha, dachtet ihr? Nee, haben wir gestern schon im Stream diskutiert. Dieser Interceptor ist nicht das Polizeiauto von Vincent. Das vergleichen wir gleich gerne noch einmal. Aber es muss natürlich irgendeine besondere Rolle haben, denn alle anderen Polizeiautos im Hintergrund sind diese Standard-Polizeiautos. Ein Polizei-Interceptor verfolgt uns. Ist schon irgendwie ein bisschen merkwürdig. In der nächsten Szene sehen wir dann ebenfalls wieder einen Ausschnitt aus einer Mission, denn wir sehen, dass der Helikopter hier eine Yacht beschießt. Und auch das ist natürlich ein NPC-Gegner. Warum? Erstens, der trifft nichts. Zweitens, im zweiten Teil der Szene sehen wir die Spieler in der Yacht. Und das Ganze ist, wie gesagt, aus einer Mission. Was wir da auf der Yacht zu suchen haben, keine Ahnung. Das werden wir am Donnerstag sehen. In der nächsten Szene sehen wir jetzt wieder Vincent in seinem Interceptor und hier seht ihr eben auch den Unterschied zu dem, den wir in der Szene vorhin gesehen haben. Denn Vincent seiner ist vorne schwarz lackiert und der in der Szene vorhin war vorne weiß. Dementsprechend wisst ihr, das sind unterschiedliche Autos. Natürlich kann es auch sein, dass er das dann noch getuned hat oder geändert hat oder was auch immer, aber das ist eigentlich ein Indiz dafür, dass es sich hier um unterschiedliche Wagen handelt. Und dann sehen wir noch in der letzten Szene, dass wir den Zug auch in irgendeiner Form im Heist bekommen werden. Hier ist auch wieder
engen Kampf zwischen einem Technical und dem Zug. Und durch Leaks wissen wir eben, dass wir sogar diesen Zug steuern werden dürfen. Also gibt es ja auch schon das ein oder andere Video oder den ein oder anderen Clip zu, wie das dann aussehen wird. Auch dazu habe ich schon Videos gemacht. Wie gesagt, ich verlinke euch die gesamte Playlist direkt mal in der Infokarte oben rechts. Und dann im Endscreen sehen wir noch das Logo vom neuen Heist. Ich muss sagen, es sieht sehr, sehr nice aus, inklusive Release-Datum am 7. März, also nächste Woche Donnerstag. Und wir werden das Ganze natürlich hier auf dem Kanal auch zusammen streamen, zusammen zocken. Ich werde euch eine beste Strategie für diesen Heist dann auch in einem Video zeigen. Dementsprechend, Leute, lasst auf jeden Fall ein Abo da, um das dann nicht zu verpassen. Aber das ist nicht alles, denn Rockstar Games hat dazu ja noch einen Newswire und ein Artwork rausgehauen. Schauen wir uns als erstes nochmal den Newswire an, denn hier sehen wir zunächst einmal das zweite Outfit, von dem ich dann vorhin ja schon gesprochen habe. Und zwar nicht das Gang-Outfit, was wir vorhin gesehen haben, sondern jetzt das Profi-Outfit, also sozusagen Stufe 2. Das Militär-Outfit auf Stufe 3, das ist hier leider nicht zu sehen, aber das haben wir auch schon durch Leaks im Coding gefunden. Außerdem gibt es ein weiteres Bild vom Interceptor, warum auch immer ein Polizeiauto eine Wheelie-Bar braucht, aber trotzdem eine witzige Sache. Und wir wissen durch den Newswire auch, dass das Update auch auf der All-Gen released wird. Also insgesamt auf der PS5, der PS4, der Xbox Series X und S, der Xbox One und dem PC. Schauen wir zuletzt jetzt noch das Artwork an und das sieht insgesamt erstmal wieder sehr, 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 sehr geil aus. Allerdings muss man auch sagen, hier erfahren wir nicht wirklich was Neues. Wir wissen, dass es die Valkyrie in irgendeiner Form in den Missionen geben wird. Wir sehen hier Drohnen, heißt die wird, ja, es wird auch irgendwie Drohnen in den Missionen geben. Wir haben den Zug, der eine elementare Rolle spielt. Wir sehen den Terminus, wir sehen den Hellfire, wir sehen Vincent und auch ein Ortungsgerät wird irgendwie in diesen Heist verwendet werden. Aber insgesamt, das Artwork sieht sehr geil aus, aber so richtig was Neues können wir hier leider nicht rausziehen. Aber das ist natürlich nicht alles, was wir über diesen Heist wissen. Denn durch Leaks wissen wir, dass es zum Beispiel eine Map-Erweiterung geben wird unter der Map. Also jetzt keine größere Map, sondern einfach wieder eine Art Location. Und zwar können wir hier diese Klackenball-Fabrik auch als Tiefgarage betreten. Das wird im Trailer leider gar nicht gezeigt. Wir haben das Militärstufen-Outfit und so weiter und so fort. Wie gesagt, da habe ich schon so viele Videos zu gemacht. Ich glaube, das macht jetzt keinen Sinn, das hier alles noch einmal zu erzählen. Wenn ihr da Interesse dran habt, schaut euch das Video an. Ich habe euch die ganze Playlist, ich glaube es sind 5 Videos oder so, in der Beschreibung verlinkt und dann könnt ihr euch das in Ruhe nochmal anschauen. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, lasst auf jeden Fall ein Abo da, um nichts mehr rund um GTA Online und um diesen Heist zu verpassen. Schreibt Vincent in die Kommentare, wenn ich mal ein Video nur über Vincent machen soll, wo ich so ein bisschen erkläre, wer er eigentlich ist. Und wenn ihr noch Fragen zum Heist habt, dann schreibt die sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich probiere mal hier jeden Kommentar zu beantworten. Also falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video oder Livestream. Bis dahin, hab euch lieb, bis dann und ciao. Peace.